Mein Name ist Claudia Schulz. Ich hatte sehr oft Glück in meinem Leben. Meine Therapeutin glaubte immer an mich und an meine Gesundung. Sie glaubte an die Tatsache, dass ich ein selbstbestimmtes, glückliches und sinnerfülltes Leben führen könnte. Heute kann ich in meiner Arbeit anderen Menschen etwas zurückgeben, vor allem Hoffnung. Ich arbeite seit 4 Jahren als Erfahrungsexperte am Bezirkskrankenhaus in Günzburg. Nicht jede Person mit einer Depression leidet genau unter denselben Beschwerden. Nur die Betroffenen selbst können berichten, wie sie die Erkrankung erleben. Dass alle depressiven Menschen viel weinen, ist allerdings eine Illusion. Bei manchen ist dies der Fall, andere wiederum können gar nicht mehr weinen. Eine Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit. Bei körperlichen Symptomen geht man auch zum Facharzt. Erste Hilfe bei psychischen Erkrankungen findet man beim Hausarzt. Gemeinsam mit dem Patienten erstellt der Hausarzt oder ein Facharzt für Psychiatrie oder Nervenheilkunde einen Behandlungsplan, in dessen Mittelpunkt meistens eine Psychotherapie und oder eine medikamentöse Behandlung steht. In meiner Tätigkeit als Erfahrungsexperte habe ich die Zeit, mit jedem Patienten herauszufinden, was ihm früher geholfen hat und wo seine Ressourcen liegen, um diese wieder zu stärken. Beim Home Treatment behandeln wir den Patienten zu Hause und wenn er möchte, können wir auch die Angehörigen mit in die Behandlung, in die Gespräche einbeziehen. Das empfinden die Angehörigen und die Klienten als entlastend. Durch die engmaschige ambulante Begleitung bieten wir eine Alternative zur stationären Aufnahme. Wir können deshalb den Glasglockeneffekt der Psychiatrie, in der die Behandlung und die Therapie abgekoppelt ist von der Lebenswirklichkeit des Patienten, aufbrechen. Wir erleben den Klienten in seinem Umfeld. Er hat das Hausrecht und damit wieder ganz viel Selbstwirksamkeit. Auch ich wurde damals vom Home Treatment behandelt und mir hat das sehr geholfen. Mir ist aber bewusst, dass nicht alles, was mir geholfen hat, anderen hilft. Ich sehe mich als ein Florist. Ich habe ganz viele unterschiedliche Angebote, Blumen und jeder Klient nimmt sich das, was für ihn in diesem Moment hilfreich ist. Die Stigmata, mit denen eine Depression behaftet ist, haben viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun und sind schädlich für uns alle, denn sie erzeugen Angst. Angst davor, nicht fleißig genug, nicht stark oder nicht ausdauernd genug zu sein, nicht genug im Allgemeinen zu sein. Betroffene wie ich kämpfen quasi nicht nur gegen ihre Erkrankung an, sondern auch noch gegen Stigmata. Vor meiner Erkrankung dachte ich, Hilfe holen ist ein Zeichen von Schwächen. Heute weiß ich, dass es ein Zeichen von Stärke ist. Wichtig ist erstmal, dass die Beschwerden, dass man sie ernst nimmt und sich Hilfe sucht.